Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich muss gestehen, gleichzeitig bin ich auch sehr aufgeregt, mehr als sonst. Heute ist Dienstag, der 27. November 2018. Und unser Thema ist die Kindheit. Kindheiten, verschiedene Formen von Kindheit, Kindheitsgeschichten, die prägende Bedeutung der frühen Beziehungserfahrungen. Vielleicht kennen Sie den Ausspruch von Augustinus, der gesagt hat, die Menschen machen weite Reisen in ferne Länder und staunen dort über die Höhe der Berge, über die Größe der Flüsse, über die Weite des Ozeans oder des Firmaments, aber an sich selbst gehen sie vorüber, ohne zu staunen. Ich lade Sie heute ein zu einer Reise zu sich selbst, zu einer Reise in das Land der Kindheit, zu einer Reise zu Ihrem inneren Kind. Dazu werde ich Ihnen vor allem Geschichten erzählen und auch ein bisschen psychologische Theorie über die Bedeutung der frühen Erfahrungen, sehr verständlich und sehr einfach. Woher kommen die Geschichten? Sie kommen aus diesem Buch Kindheiten in Vorarlberg, welches das Vorarlberger Kinderdorf herausgebracht hat. Ursprünglich war die Idee, eine Geschichte des Kinderdorfs zu schreiben und eine Geschichte der Kinder, die im Kinderdorf, im Vorarlberger Kinderdorf gelebt haben. Bis dann die Idee dazu kam, man könnte ja auch Menschen, die nicht im Kinderdorf aufgewachsen sind, fragen, wie sie ihre Kindheit erlebt haben. Und so ist neben der Geschichte des Kinderdorfs, die Barbara Heuer verfasst hat, ein zweiter großer Teil entstanden mit 38 Geschichten von Menschen, die in Vorarlberg aufgewachsen sind. Der älteste ist 1932 geboren, die jüngste Autorin 1996. Es sind also alte und junge, Männer und Frauen, Menschen, die privilegiert, sozusagen im Reichtum aufgewachsen sind, Menschen, die sehr arm aufgewachsen sind. Und diese großartige Sammlung hat Christine Flatz-Posch zusammengestellt und damit ein einmaliges Dokument geschaffen. Ich bin seit 25 Jahren im Vorstand des Vorarlberger Kinderdorfes ehrenamtlich, durfte dieses Buch beim Entstehen schon begleiten und mein Herz ist sehr mit diesem Buch, mit diesen 38 Geschichten und mit der Geschichte des Kinderdorfs verbunden. Für alle, die das Video anschauen und die irgendwo anders leben, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn das Buch heißt Kindheiten in Vorarlberg. Denn was Kinder psychologisch erleben, das ist völlig gleichgültig, ob man in Vorarlberg aufgewachsen ist, in Thüringen, in Rheinland-Westfalen, in Kärnten, in der Steiermark oder im Südtirol. Warum sind Geschichten wichtig? Dr. Michael Tischinger, der Chefarzt der Adula Klinik, der schreibt in seinem Buch Selbstliebe: Oftmals sind die wichtigsten Botschaften des Lebens in Form von Geschichten zu mir gekommen. Geschichten, die andere mir erzählt haben, Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Das Leben schenkt uns immer wieder neue Geschichten und es braucht nur unsere Bereitschaft, unser Herz zu öffnen, um diesen Geschichten zu lauschen und sie auf neue Weise zu verstehen. Geschichten bringen ja etwas in uns zum Klingen und zum Schwingen. Geschichten lösen eine Resonanz aus, eigene Erinnerungen und Gefühle. Sie legen auch verschüttete Gefühle frei. Das kann schmerzhaft sein,
Es können auch ein paar Tränen fließen. Auch ich weiß nie, an welcher Stelle es mich erwischt, obwohl ich die Geschichten schon 50 Mal oder 70 Mal gelesen habe. Aber ich denke, das ist gut, wenn verschüttete Gefühle freigelegt werden, Tränen reinigen, Tränen erleichtern, Tränen befreien. Und im besten Fall führen Geschichten auch zu einem Aha-Erlebnis. Sie kennen das. Oft versteht man ja etwas von sich selber erst dann, wenn man es in den Worten eines anderen hört oder liest. Wichtig ist mir von vornherein zu sagen, die Geschichten sind nicht bloß historische oder nostalgische Reminiszenzen, sondern sie sind von größter Aktualität, denn die Erfahrungen der Kindheit, die sind in uns gespeichert und sie begleiten uns ein Leben lang. In seinem Buch Das Gedächtnis des Körpers schreibt Professor Joachim Bauer: Wir wissen aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass Erfahrungen der frühen Kinderjahre spätere seelische und körperliche Abläufe bahnen, das heißt auf ein bestimmtes Gleis bringen. In der Kindheit und Jugend werden im Gehirn die Nervenzellnetzwerke angelegt, die später im Erwachsenenleben darüber entscheiden, wie eine Person die Umwelt einschätzt und interpretiert, also ob wir die Welt zum Beispiel als etwas Feindseliges, Gefährliches betrachten, vor dem man sich schützen muss, oder ob wir die Welt als etwas Freundliches betrachten, der man mit offenen Armen entgegengehen kann. In der Kindheit und Jugend werden weiters die Nervenzellnetzwerke im Gehirn angelegt, die später darüber entscheiden, wie Menschen als Erwachsene ihre Beziehungen gestalten und wie sie mit den Herausforderungen umgehen, die das Leben bereithält, etwa mit Stress und Angst. Die Konstruktion dieser Nervenzellnetzwerke hängt von den Erfahrungen ab, die das Kind in seinen Beziehungen während der ersten Lebensjahre macht, sagt Joachim Bauer. Noch eine letzte Bemerkung, Vorbemerkung zu Ihrer Orientierung, zu dem, was Sie erwartet. Für Michael Tischinger braucht es drei Schritte zur Selbstliebe. Er schreibt, der Weg der Genesung ist der Weg vom sich selbst entfremdet sein zum sich selbst kennen, vom sich selbst kennen zum sich selbst annehmen und vom sich selbst annehmen zum sich selbst lieben. An diesem Abend können wir nur den ersten Schritt machen, den Weg vom sich selbst entfremdet sein zum sich selbst kennenlernen, ein Stück von sich erinnern, ein Stück kennenlernen, ein wirkliches Interesse für sich selbst, für die Erfahrungen der eigenen Kindheit entwickeln, vor allem für die Beziehungserfahrungen und für die damit verbundenen Gefühle. Die beiden nächsten Schritte, das, was man erkannt hat, annehmen und dann vielleicht sogar noch lieben, die brauchen viel Zeit und brauchen wahrscheinlich auch Therapie. Allerdings vertritt der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Paulus Hochgatterer in einem Interview eine sehr optimistische Haltung, wenn er sagt, nicht jeder Mensch braucht eine Therapie, um Frieden mit der Kindheit schließen zu können. Manchmal reicht auch nur eine Wanderung durch die Erinnerung. So viel als Vorbemerkungen. Als Einstimmung in diesen Abend ein Lied, das Esther Oferim vor langer Zeit gesungen hat. Ich muss dazu sagen, für diejenigen, die das Video ansehen, diese Lieder kann man nur hier im Saal hören. Im Video können wir sie aus urheberrechtlichen Gründen nicht spielen. Aber ich rate auch Ihnen zu Hause, dass Sie ein paar Atemzüge des Innehaltens und des Verweilens einlegen, während wir hier dieses Lied hören. Ich beginne mit meiner eigenen Kindheitsgeschichte. Ich bin 1951 geboren und die frühen Tage meiner Kindheit, die waren rein äußerlich
so anders als heutige Kindertage, dass es mir manchmal scheint, als gehörten sie zu einem anderen Leben. Das kommt daher, weil wir in einer heißen Gesellschaft leben. Diesen Begriff habe ich von Mario Erdheim gehört. Heiße Gesellschaft meint, da verändert sich die Außenwelt so schnell, dass die Kindheit der eigenen Kinder völlig anders verläuft, als die Kindheit der Eltern verlaufen ist. Also es ist schon schwer, den eigenen Kindern zu erklären, wie man als Kind gelebt hat. Während in einer kalten Gesellschaft, wo sich praktisch nichts verändert, dort ist die Kindheit des Urenkels oder der Urenkelin genauso verlaufen wie die Kindheit des Urgroßvaters oder der Urgroßmutter. Aber eben, bei uns ist ein enormer Wandel, eine heiße Gesellschaft. Drum ist es so ganz anders. Man kann sich fragen, was war denn damals so anders? Ganz einfach, es gab vieles nicht, was heute als selbstverständlich und als unverzichtbar gilt. In unserem alten Haus in der Haslachgasse in Mühlebach, da gab es keinen Elektroherd, natürlich auch keine Mikrowelle und keinen Thermomix, sondern einen Herd, den man mit Holz befeuern musste. Es gab keine Zentralheizung, nur einen Kachelofen für die Stube. Die Schlafkammern, in denen wir fünf Kinder schliefen, die waren so kalt, dass im Winter der Urin gefroren ist. In manchen Häusern gab es damals kein fließendes Wasser. Man musste es beim nächsten Brunnen holen. Bei uns gab es einen Wasserhahn in der Waschküche, von dort trug man das Wasser in Kübeln in die Küche. Es gab natürlich auch kein Bad, keine Dusche, kein Spülklosett. Gebadet wurde einmal in der Woche, am Samstag, in einem Zuber mit Wasser, das man in einem großen Kessel in der Waschküche auf dem Feuer heiß gemacht hatte. Das Klo war ein Plumpsklo über dem Stall, im Winter bitterkalt. Im Sommer stank es furchtbar und es war peinlich, wenn man als Jugendlicher Freunde oder Freundinnen eingeladen hatte und die mussten auf dieses Klo gehen. Im Sommer gab es für uns praktisch keine Schuhe. Von Mai bis Oktober gingen wir mehr oder weniger barfuß. Die Kleider waren selbst genäht und vielfach geflickt. Die meisten Hosen und Hemden bekam ich von meinem älteren Bruder. Es gab damals auch keine langen Hosen, sondern kurze Hosen und Strümpfe, die man so an einem Strumpfband befestigen musste. Und ich habe das als ganz lästig in Erinnerung. Natürlich gab es auch kein Telefon, keinen Fernseher, keinen Plattenspieler, kein Tonband. Was es gab, war ein Radio. Im ganzen Haus gab es bei uns keine Bücher, keine Tageszeitung. Zu meinem Glück richtete damals Herr Ortner in der Pfarre eine Bücherei ein, wo ich meinen großen Lesehunger stillen konnte. Viele Lebensmittel, also Kartoffeln, Mais, Bohnen, Kohlrabi, Blumenkohl, Tomaten, Karotten, Salat, Äpfel, Birnen, Beeren, Pflaumen, die kamen aus dem eigenen Garten oder von einem kleinen Acker. Das heißt, nach heutigem Standard war die Ernährung höchstwertig, nämlich biologisch, regional und saisonal, obwohl wir arm waren. Das Fleisch kam von den beiden Schweinen, die im Herbst vor dem Haus geschlachtet wurden. Das war für meine Mutter immer schlimm, weil sie hat die Schweine gefüttert, hat mit ihnen geredet, hat mit ihnen eine Beziehung aufgebaut und dass die getötet wurden, wollte sie nicht dabei sein. Die wenigen Lebensmittel, die gekauft wurden, gab es damals ohne Verpackung. Das heißt, es gab damals praktisch keinen Abfall. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man Papier, Plastik, Restmüll, Bioabfall, fünf verschiedene. Damals gab es praktisch nichts. Die Eltern, die mussten unvorstellbar hart und viel arbeiten, um die siebenköpfige Familie über die Runden zu bringen. Unser Vater war Fabriksarbeiter bei FM Hemmerle in Dornbirn, hat dort im Steinebach in einem großen Saal
bei ohrenbetäubendem Lärm gearbeitet, eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht. Dann kam er nach Hause, aber das war für ihn nicht Freizeit, sondern dort hat er einfach weitergearbeitet, nachdem er kurz was gegessen hatte, nämlich im Wald, um das Holz für den Ofen zu machen, auf dem Acker, um das Gemüse zu pflanzen, auf der Wiese, um zu heuern. Urlaub und Freizeit gab es keine. Der Mutter ging es nicht besser. Auch sie war von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein hart am Arbeiten, kochen, waschen, nähen, flicken, putzen, Lebensmittel konservieren, Schweine und Hühner füttern, misten. Zu all dem gab es keine Maschinen, keine Waschmaschine, keinen Staubsauger, keinen Mixer, keinen Kühl- oder Gefrierschrank, keine Kaffeemaschine, nur eine Nähmaschine, die sie mit einem Fußpedal selbst antreiben musste. Sie war mit der vielen Arbeit und den 5 Kindern oft heillos überfordert und sagte denn, es ist zum auf einer Sau gelinde Ritter, es ist zum auf einer Sau nach Lindau reiten. So verzweifelt war sie. Was fehlte? Die Eltern hatten keine Zeit. Sie hatten keine Zeit für sich, keine Zeit als Paar und keine Zeit für die Kinder. Wenn wir nicht bei der Arbeit mithalfen, dann waren wir uns allein überlassen und spielten mit vielen Gleichaltrigen auf der Straße, die damals noch nicht asphaltiert waren, wo praktisch kein Auto vorbeifuhr. Oder wir spielten im nahen Wald, am Bach, in einer Wiese oder in den Lehmlöchern, wo im Sommer tausende Frösche ein Abendkonzert gaben, das man kilometerweit hören konnte. Das alles ist verschwunden. Aus heutiger Sicht waren wir arm, extrem arm. Doch diese materielle Armut war für mich als Kind nicht schlimm. Zu essen hatten wir immer und den anderen ging es eigentlich auch nicht viel besser. Was schlimm war, und das wird mir von Jahr zu Jahr bewusster, je älter ich werde, das ist die emotionale Armut, der karge, der ausgetrocknete Boden für Gefühle. Es gab keine liebevolle Berührung, keine Umarmung, kein Küsschen, keine Zärtlichkeit, keinen Körperkontakt, kein Streicheln, keine Liebkosung. Sie müssen sich vorstellen, das war damals auch die Zeit, als die Ärzte, Fachleute, den Müttern gesagt haben, dass sie die kleinen Babys nur alle 4 Stunden stillen dürfen. Ja, nicht früher. Man muss sie schreien lassen, erst nach 4 Stunden. Für ein Kleinkind eine Katastrophe, weil das Kind weiß ja nicht, wann es etwas zu essen bekommt. Es gab keinen Glanz in den Augen der Mutter, kein Lob aus dem Mund des Vaters. Wenn man sich wehtat, wurde man nicht getröstet, sondern man wurde eher geschimpft, man soll doch besser aufpassen oder man hat gesagt, ich habe das eh gesagt. Die Erziehung war streng. Es gab keine liebevolle und auf die Bedürfnisse des Kindes eingehende Zuwendung, sondern wir mussten funktionieren, funktionieren wie kleine Erwachsene. Wir mussten folgen, Folger. Das heißt, uns anpassen und das tun, was die Eltern, später was die Schule und die Kirche verlangten. Alles Eigene, alles Kindliche, wie übermütig sein, schreien, lärmen, neugierig sein, weinen, trotzen, Nein sagen, das bedrohte das angespannte System und die blank liegenden Nerven der Eltern. Alles Eigene, alles Kindliche war deshalb unerwünscht und durfte nicht gezeigt und nicht gelebt werden. Das war damals normal, doch für das kindliche Gemüt war es brutal, verheerend, grausam, furchtbar, zerstörerisch und unendlich traurig. Es war der Wahnsinn der Normalität, wie Arno Gruen das in seinem Buch nennt. Um das klar zu sagen, ich sage das nicht als Schuldzuweisung an die Eltern. Nein, sie taten ihr Bestes. Sie taten, was sie konnten. Aber sie konnten es nicht anders aus vielerlei Gründen. Vor allem,
weil sie selbst schwer traumatisiert und gefühlsmäßig zerstört, völlig verhärtet, ja tot waren. Der Vater, Jahrgang 1915, war im Krieg, hat wie durch ein Wunder überlebt, kam als Invalide mit 2 Durchschüssen zurück, aber seelisch war er zerstört, seelisch war er kaputt, so wie das Wolfgang Borchert in seinem Stück Draußen vor der Tür beschrieben hat. Auch meine Mutter war traumatisiert. Sie hat uns immer erzählt, dass ihr Bruder im Krieg gefallen sei. Als Kind habe ich gedacht, eben gefallen, hingefallen. Aber wenn ich mir das heute vorstelle, da ist man vielleicht eben, sie war 17 und ihr Bruder mit 20 Jahren ging an die Front und kam nicht mehr zurück. Man weiß nicht, wie er gestorben ist und wo er beerdigt ist. Und später starb ihre Mutter auch sehr früh. Also auch sie war traumatisiert, aber sie war auch geschädigt durch die Verwüstung, die viele katholische Priester im Gemüt der Kinder damals angerichtet haben, indem sie statt einer Frohbotschaft eine unheimlich ängstigende Drohbotschaft verrichtet haben, vor der meine Mutter noch auf dem Sterbebett Angst hatte. Und sie konnten es nicht anders, einfach durch dieses endlose Schuften und Schinden, um zu überleben. Mir tut es, je älter ich werde, leid, wenn ich daran denke, was für ein schweres Leben unsere Eltern hatten und dass sie trotzdem taten, was sie konnten. Aber eben für mich als Kind, für uns als Kinder, war diese emotionale Kargheit eine Katastrophe. Sie ist die nie verheilende Wunde der Ungeliebten, wie Peter Schellenbaum eines seiner Bücher genannt hat. Damit es nicht so abstrakt klingt, ein kleines Beispiel. Wenn ich als Kind zum Friseur geschickt wurde, dann schwebte ich nachher wie auf Wolken. Warum? Ja, weil einfach die Behandlung und die Hantierung am Kopf, das war wie eine kleine Kopfmassage, eine Form wohltuender Berührung, die ich gar nicht gewohnt war. Ein Freund von mir, der 15 Jahre älter ist und der im Bregenzer Wald aufgewachsen ist, der hat erzählt, dass die einzige Berührung am Kopf bei ihm dann war, wenn er Läuse hatte. Dann durfte er seinen Kopf in den Schoß der Mutter legen und sie hat die Läuse gesucht. Wenn sie die gefunden hatte, war es vorbei. Aber klug, wie Kinder sind, hat er sich in der Schule eine neue Laus besorgt und hat dann noch einmal die Behandlung bekommen. Was wir als Kinder erlebt haben, begleitet uns ein Leben lang, ob es uns passt oder nicht. Auch wenn wir es leugnen und verdrängen, es ist immer alles da. Deshalb sind für mich Redlichkeit und Mut wichtig, dem Schmerz zu begegnen, ihn zu erforschen und zu benennen, ihn als zu mir gehörig zu betrachten. Einige Jahre, nachdem ich das geschrieben habe, habe ich bei Rachel Naomi Rehmann eine Bestätigung gefunden. Sie schreibt, um authentisch leben zu können, werden wir wohl unser eigenes Leid und das Leid anderer genau und respektvoll ansehen müssen. Jetzt bitte ich um das nächste Lied. Bevor die nächsten Geschichten kommen, ein kleiner theoretischer Einschub. Sich mit der eigenen Kindheit ehrlich zu beschäftigen, ein wirkliches Interesse für die Kindheit zu entwickeln, das ist vor allem deshalb wichtig, weil das, was wir als Kinder gefühlsmäßig erlebt und erfahren haben, uns ein Leben lang begleitet und nachwirkt. In der Kindheit füllen Kinder ihren Lebensrucksack mit Erfahrungen, die Lasten sein können oder sich als nahrhafte Wegzehrung auf dem Lebensweg erweisen.
Die Kindheit ist in uns gespeichert, sie ist in uns präsent, nichts ist vergessen, alles ist da, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Dafür gibt es viele wissenschaftliche Beweise. Joachim Bauer sagt, die Kindheit, also das, was wir als Kinder gefühlsmäßig erfahren haben, wirkt ein Leben lang nach, und zwar über neuronale Schaltkreise im Gehirn und über sogenannte innere seelische Einstellungen, in der Fachsprache Schemata genannt. Professor Christian Schubert, der hier auch schon gesprochen hat, er leitet an der Universitätsklinik in Innsbruck den Forschungsbereich Psychoneuroimmunologie. Er schreibt, frühe Erlebnisse, unter denen wir gelitten haben, spielen ja nicht nur rückblickend in der Erinnerung eine Rolle. Vielmehr wiederholen sie sich immer wieder in den Beziehungen des inzwischen Erwachsenen. Wir spielen sie tagtäglich neu durch, somit wird eine alte Belastung stets aufs Neue aktualisiert, und das sowohl seelisch wie auch körperlich. Neben den wissenschaftlichen Beweisen gibt es auch viele alltägliche Erfahrungen, dass alles da ist. Man sieht das bei Demenzkranken oder bei Sterbenden, die ja plötzlich über ihre Kindheit sprechen in den letzten Tagen oder in den letzten Stunden. Ich habe das bei unserer Schwägerin erlebt, die jung gestorben ist, aber auch bei unserer Mutter, die hat zum Beispiel in den letzten Tagen öfters nach einer Christine gerufen. Und niemand von uns wusste, wen sie damit meint. Und erst viele Jahre später habe ich erfahren, das ist eine Kinderfreundin von ihr. Oder eine Bekannte, die im hohen Alter über 90 gestorben ist, die hat in der letzten Nacht vor ihrem Tod immer gerufen, Mama, hilf mir, Mama, hilf mir. Oder auch in den Träumen. Mir fällt auf, auch wenn ich kein Traumexperte bin, aber mir fällt auf, dass viele meiner Träume immer in diesem alten Haus oder in der Umgebung des Hauses in der Haslachgasse spielen. Also nicht unbedingt mit den Personen von damals, es können auch Personen von heute sein, aber es spielt sich dort ab. Ich habe dazu ein schönes Gedicht von Hermann Hesse gefunden, der schreibt, es ist immer derselbe Traum, ein rotblühender Kastanienbaum, ein Garten voll von Sommerflor, einsam ein altes Haus davor. Dort, wo der stille Garten liegt, hat meine Mutter mich gewiegt. Es ist immer dasselbe Traum. Also es gibt eben auch so alltägliche Erfahrungen, dass alles gespeichert ist. Und wie alles gespeichert ist, das möchte ich Ihnen jetzt am Beispiel dieser russischen Puppe zeigen, denn jede und jeder von uns ist diese russische Puppe. Man schaut jemanden an und sieht eben die Person, so wie sie jetzt ist. Aber Sie wissen, bei der russischen Puppe ist darunter eine andere Schicht. Eben, wenn das vielleicht der 67-Jährige ist, dann kommt darunter die 55-Jährige hervor, dann ist darunter noch eine Schicht, das ist vielleicht die 47-Jährige. Man geht noch weiter zurück, darunter ist, ja, vielleicht war man da 33, geht noch weiter zurück, ist vielleicht die 28-Jährige, hier vielleicht die 17-Jährige, hier das 12-jährige Kind, hier ja, das 3-jährige Mädchen, hier das 1-jährige Kind, das gerade laufen gelernt hat, kann noch nicht gut stehen, aber jetzt, und hier ja, vielleicht der Embryo im 6. Monat. Und eben, all diese Schichten sind in dieser
äußeren Hülle gespeichert. Die Tiefenpsychologie erklärt es so, warum immer alles da ist. Ich zitiere dazu den Vorarlberger Psychoanalytiker Dr. Roland Wölfler. In einem Vortrag über erwachsene Kinder von Alkoholikern sagte er: Ein Grundprinzip des Denkens von Melanie Klein und Winfried Bion lautet: Es ist immer alles da. Wir alle sind Produkte aller unserer Erfahrungen und Prägungen, die weit in die vorgeburtliche Zeit zurückkehren. Es ist immer alles da bedeutet somit, dass wir immer in jeder Stunde es mit einem Menschen zu tun haben, der neben seinem Erwachsenen selbst auch das Selbst seiner Kindheit und insbesondere seiner Kleinkinder- und Säuglingszeit repräsentiert. Das korrespondiert auch mit den entwicklungspsychologischen Forschungen eines Daniel Stern, wonach wir nicht Phasen durchwandern und hinter uns lassen, sondern dass mit jedem Lebensalter neue Schichten dazukommen, sozusagen ein Überguss nach dem anderen, eine Lackierung nach der anderen. Und wenn wir später besonderen Belastungen ausgesetzt sind, dann bröckelt der oberflächliche Lack ab und es kommt zum Vorschein, was darunter ist. Diese tiefere Schicht war immer da, nur war sie im Alltag nicht zu sehen. So lautet der analytische Weg nicht, wie es manche missverstehen, von der Gegenwart in die Vergangenheit, sondern er lautet von der Oberfläche in die Tiefe, wie wenn wir etwas freilegen und einen Vorhang nach dem anderen zur Seite schieben, um gemeinsam zum Kern des Wesens, also zum Wesentlichen zu gelangen. Und Alexander Kluge, der deutsche Autor und Filmemacher, schreibt: Natürlich sind in einem Menschen alle Altersstufen versammelt. Wenn ich mit jemandem rede, dann rede ich mit dem 6-jährigen Kind, das mir in dem 40-jährigen gegenüber sitzt, oder mit beiden in einem 60-jährigen, wenn es ein älterer Mensch ist. Jeder Mensch ist so etwas wie eine russische Puppe. In ihm sind alle Alter, alle Erfahrungen, alle Redesorten ineinander verschachtelt. Besser ist, man deckt das auf und verdeckt es nicht. Der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Paulus Hochgatterer, der ermuntert dazu, sich zu trauen, sich für die eigene Biografie, für die eigene Kindheit zu interessieren, es zu wagen, sich die spannende Frage zu stellen: Wie bin ich geworden, der oder die ich bin? Und was dabei helfen, sind Fotos, Erzählungen und eben Geschichten. Jetzt kommen wieder ein paar Geschichten aus diesem Buch. Sabine Reiner, geboren 1981. Sie schreibt: Wenn ich an meine Kindheit denke, fallen mir sofort die vielen tollen Wanderungen mit meiner Familie und meinen Freunden in der einzigartigen Vorarlberger Natur ein. Besonders gerne erinnere ich mich auch an das freie Spiel draußen. Ich hatte das Glück, in einer Nachbarschaft mit vielen Kindern aufzuwachsen. Wir hatten es lustig miteinander, haben Hütten gebaut, Gartenarbeit gemacht, in Scheunen gespielt. Wir hatten unendlich Zeit und haben unzählige Abenteuer erlebt. Ich habe eine aktive, aufregende Kindheit verbracht, in der wir Kinder immer in Bewegung waren und jede Menge voneinander gelernt haben. Langeweile war für mich schon damals ein Fremdwort und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Manchmal hatten meine Eltern arbeitsbedingt zu wenig Zeit für uns Kinder. Meine Eltern, vor allem mein Vater, haben viel in das eigene Unternehmen investiert. Für mich hat das bedeutet, schon bald Verantwortung für meine kleine Schwester zu übernehmen und deswegen das Kindsein vielleicht ein wenig zu früh aufzugeben. Allerdings hat mich das in meiner Selbstständigkeit gestärkt. Melita Hinteregger-Doppelmeier ist 1961 geboren. Sie schreibt: Meine Kindheit erlebte ich in einer protestantischen industriellen Familie.
Ich war das zweite von vier Kindern und man wünschte sich unbedingt einen Jungen. Wäre ich ein Bub gewesen, hätte meine Mama eine Waschmaschine bekommen. In diesen beiden einfachen Sätzen ist das Drama, die Tragik vieler Frauen beschrieben, die nicht als Mädchen, sondern als Bub erwartet wurden. Das ist ein frühes Trauma. Professor Franz Ruppert hat in seinem Vortrag darüber gesprochen. Sie können das Video auch anschauen. Und dieses frühe Trauma führt oft dazu, dass viele Frauen große Probleme mit ihrer Identität haben. Sie haben das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin nicht richtig, ich bin nicht okay, ich sollte eben jemand anderer sein. Und das hängt eben mit diesen frühen Erwartungen zusammen. Melita schreibt weiter, uns Kindern mangelte es materiell an nichts. Die Firma war der Mittelpunkt unserer Familie, so mussten wir schon früh Aufgaben für die Firma übernehmen, vom Telefondienst bis über kleinere und größere Dienste im Unternehmen selbst. Unsere Eltern waren mit dem internationalen Aufbau der Firma beschäftigt und somit selten zu Hause. Wir Geschwister lernten miteinander zu leben. Mir fiel die Rolle der Erzieherin zu und ich fühlte mich für meine drei Geschwister verantwortlich. Es gab sehr viele lustige Momente, an die ich mich erinnere. Mein Vater schickte uns ins Ausland. So kam es, dass ich schon mit 12 Jahren die Chance bekam, in die USA zu reisen, Bedingung alleine, damit ausschließlich Englisch gesprochen wurde. Stellen Sie sich vor, mit 12 Jahren, wie klein war dieses Mädchen? Sie musste das allein machen. Dieser Aufenthalt war für mich sehr prägend. Familie erlebten wir meist im Urlaub, im Sommer für 3 Wochen und im Winter für einige Tage. Besonders schön waren die Tage alleine mit meinem Vater beim Fischen in Norwegen. Ich bin sehr froh, dass ich das Glück hatte, Menschen kennenlernen zu dürfen, die mir mit Liebe und Achtsamkeit begegneten. Die Ordensschwestern im Sacré-Cœur Riedenburg waren solche. Und dann schreibt sie noch, ich musste erst 30 Jahre alt werden, um zu lernen, mich selbst zu spüren und nicht nur zu funktionieren. Nadine Kegele, geboren 1980. Sie schreibt, Kindheiten haben ein Ablaufdatum. Manche bekommen mehr Zeit, Kind zu sein, manche weniger. Gründe gibt es viele. Manche bestimmen es selbst, manche werden bestimmt. Durch Krieg zum Beispiel oder Flucht. Die Gründe bei uns waren leiser. Armut, Alkohol, Gewalt machen nicht viel Lärm. Die wollen sich nicht sehen lassen und niemand will sie sehen. Ein Kind war ich trotzdem in mir drin, aber aus mir heraus musste das Verhalten von jemandem, der auf der Lauer liegt, da die Welt nicht gerecht ist, nicht kindgerecht, nicht für das Kind gerecht. Die Welt eines Kindes kann nur so groß sein, wie die Eltern sie sein lassen. Und wenn dem Himmel über dieser Welt die Spannkraft fehlt, weil den Armen, die ihn halten, die Kraft ausgeht, fällt der Himmel herab. Kinder kommen bunt auf die Welt, dann nehmen sie die Farbe ihrer Umgebung an. Also trug ich zu Hause dunkel, um weniger Angriffsfläche zu bieten, und in der Schule bin ich in ein gelbes Lachen geschlüpft, wie in ein Kostüm. Das war anstrengend, das war Arbeit und Überlebenstrieb, vor allem aber war das Scham. Ich bin nicht gern in Vorarlberg aufgewachsen. Vorarlberg war für mich ein Dorf nach dem nächsten. In den Dörfern waren wir die Zugerasten, die Asozialen, die, die nicht daher gehörten.
An guten Tagen habe ich mich unter einen größeren Himmel geträumt, an schlechten aus der Welt hinaus. Als Kind bleibt man verzweifelt bei jenen Menschen, die man an die Seite gestellt bekommen hat. Man hat ja bloß die. Heute frage ich mich, warum die Jugendfürsorge damals nicht mehr für mich tun konnte. Heute klingt für mich ein Kinderdorf wie ein Rettungsring mit Dach. Damals hieß ich mich aushalten, bis ich volljährig bin. Kinder können viel aushalten, wenn sie müssen. Aber unbeschädigt bleiben sie nicht. Das waren ein paar Auszüge aus dem Bericht von Nadine Kegele. Die Kapitel im Buch sind alle viel länger, es sind nur einzelne Stellen. Ulrike Hagen, geboren 1972, ist heute eine erfolgreiche Autorin von Kochbüchern, denn ihre Leidenschaft gilt dem Kochen und das hat auch mit ihrer Kindheit zu tun. Sie schrieb Riebel, Suri Räber, I brennt die Höckerli, Krücherer Gulasch, Wildbrett, Stockräber mit Haferlorb, Schwarzbrottorte, Linzerschnitten, Schokoladenschalott und. Wen wundert's, dass bei solch köstlichen Kindheitserinnerungen mein Weg eine kulinarische Richtung einschlug? Wenn ich heute an meine Kindheit zurückdenke, dann umgibt mich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Ich hatte das große Glück, eine sorgenfreie, wohlbehütete Kindheit zu erleben, fürsorgliche Eltern, eine große Schwester und Großeltern immer an meiner Seite wissend. Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins in unmittelbarer Nähe sorgten für Unbeschwertheit und Abwechslung. So selbstverständlich diese Geborgenheit für mich als Kind war, so sehr begreife ich wohl erst heute als Mutter von zwei Söhnen, welch großes Geschenk mir damit zuteil wurde. Ich bekam Toleranz vorgelebt, erfuhr Großzügigkeit, Wärme und eine positive Lebenseinstellung. Wie schön, wenn das jemand so sagen kann. Dieses Gefühl, fest in einer großen Familie verankert zu sein, prägt mein Leben bis heute und ich möchte meinen Kindern diese Unbeschwertheit weitergeben. Viele meiner Kindheitserinnerungen haben mit Familienfesten zu tun. Das gemeinsame Essen, auf das meine Eltern auch im Alltag immer großen Wert legten, waren Geburtstagen, Ostern und ganz besonders an Weihnachten immer ein kulinarischer Höhepunkt. Oma und Mama verwöhnten uns mit ihren wundervollen Kochkünsten. Meine Leidenschaft fürs Kochen wurde mir wohl gerade an solchen Festtagen in die Wiege gelegt. Einfach ein sehr schönes Beispiel, wie in der Kindheit eben Weichen fürs ganze Leben gestellt werden und die Kindheit nachwirkt. Albert Link, geboren 1949 in Au im hinteren Bregenzer Wald, aufgewachsen mit drei wesentlich jüngeren Brüdern in einem Wirtshaus. Er schreibt, Erinnerungen sind bekanntlich oft geschönte Reminiszenzen, doch überwiegen bei mir trotz Nachsinnens bei weitem die Schönen. Meine Eltern gaben mir trotz der vielen Arbeit in der Gastwirtschaft und später im Hotel nämlich immer das sichere Gefühl, ich sei ihnen wichtiger als alle Arbeit, wichtiger als alle Gäste. Kam ich mit einem Kummer im ärgsten Wirbel zu Mama gelaufen und zog sie an der Schürze, tröstete mich schon ihr Blick und ich zog wieder zufrieden von dannen. Und Papa, wie ich ihn statt des im Dorf üblichen Detter nannte, war bei aller Strenge sicherer Fels oder wie eine Höhle für mich. Höhle, weil der Geruch seiner Lederjacke in Kombination mit seinem Moschusrasierwasser mich an eine Bärenhöhle denken ließ. Sein Meisterstück als Vater leistete er für mich unvergessen im Lawinenfebruar 1954. Auch tagsüber wurde es vor lauter Schneefall nicht hell. Zu meinem Pech war ich auf Übernachtungsbesuch bei meiner Oma einen Kilometer taleinwärts und von derartigem Heimweh geplagt, dass mein Vater alarmiert wurde.
alle Straßen meterhoch zugeschneit und gesperrt. Und mein Vater, er kämpfte sich auf Skiern durch den Schneesturm zu mir, steckte mich in einen Rucksack, in den er zwei Löcher für meine Beine schnitt und brachte mich so nach Hause. Noch etwas schreibt Albert Link, eine fürs Leben wichtige Erfahrung war mein langjähriger Dienst als Ministrant. Schon in der zweiten Volksschulklasse, also mit 7, hatte man die lateinische Messe zu lernen, so das lange Confiteor und den Zungenbrecher Suscipia Dominus. Dieses Latein, die je nach Tagesheiligen unterschiedlichen farbigen Gewänder, das Orgelspiel, der Weihrauch und das Gedanken laufen lassen während der noch gängigen stillen Messen, brachten mich, sage ich heute, in Kontakt mit etwas Geheimnisvollem. Sie weckten ein Gefühl der Geborgenheit, das mir bis heute erhalten blieb, den Glauben an eine jenseitige Macht. Ja, ich hatte das Glück, in ein Elternhaus geboren zu werden, das mir ein Urvertrauen und ein Gottvertrauen fürs Leben mitgab. Jetzt bitte ich wieder um die nächste Musik. Noch einmal ganz kurz etwas psychologisches Wissen. Geradezu atemberaubend, was den prägenden Einfluss der frühen Erfahrungen für das ganze Leben betrifft, sind die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik. Dr. Peter Spork, der ja im Oktober hier gesprochen hat, beschreibt die sogenannte perinatale Prägung sehr ausführlich und untermauert mit zahlreichen wissenschaftlichen Studien auf über 100 Seiten in seinem lesenswerten Buch Gesundheit ist kein Zufall. Und perinatale Prägung, das meint die Auswirkungen der Umwelteinflüsse, also der Beziehungserfahrungen aus der Zeit im Mutterleib und den ersten Monaten nach der Geburt auf unseren Körper und Geist. In diesen sensiblen Phasen werden besonders viele Weichen in Richtung Gesundheit und Resilienz gestellt, aber es können auch negative Entwicklungen sein, so oder so. Diese Phase hat Auswirkungen auf den Rest des Lebens, also die Zeit, das Jahr vor der Geburt und das Jahr nach der Geburt. Wie gesagt, da gibt es hunderte Studien, die das heute belegen, auch wenn man früher geglaubt hat, das hat man alles vergessen oder das wirkt nicht weiter. Die meisten unserer Eigenschaften, wie etwa eine sichere Bindungsfähigkeit, ein ausgewogenes Gerechtigkeitsempfinden, die Fähigkeit zu teilen oder sich einzufühlen, eine gute Selbstkontrolle, eine gewisse Stresstoleranz und Angsttoleranz, ein vernünftiger Umgang mit der eigenen Aggressivität, die können sich nur dann in vollem Umfang ausbilden, wenn sie während der jeweiligen sensiblen Phasen in der frühen Kindheit gefördert und unterstützt werden. Fatima Spahr kam 1977 als Nihal Sentürk zur Welt in Hohenems. Ihr Vater stammte aus einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer und gehörte 1970 zu den ersten türkischen Gastarbeitern in Vorarlberg. Ihre Mutter kam 2 Jahre später nach. Nihal lernte ab dem 11. Lebensjahr Gitarre, machte Matura. Das Gymnasium war für mich wie der Himmel auf Erden, schreibt sie. Sie studierte Musik- und Theaterwissenschaften, später Mode- und Bekleidungstechnik in Wien, brach das Studium jedoch ab, um sich der Musik zuzuwenden. Und mit 27 Jahren gründete sie die Band Fatima Spahr and the Freedom Fries, mit der sie rund um den Globus auftritt. Fatima schreibt, wir waren bestimmt keine typische Migrantenfamilie. Meine Eltern waren sehr aufgeschlossen.
Wir haben zum Beispiel immer Weihnachten gefeiert. Ich kann mich noch gut an das kleine Häuschen unterm Christbaum erinnern, an die Krippe. Religion spielte in unserer Familie keine Rolle, war aber für mich als Kind ein großes Thema. Ich wollte wie die anderen Kinder auch den Religionsunterricht besuchen und in die Kirche gehen, war bei der Jungscha und habe oft in der Kirche Blockflöte gespielt. Das ganze Programm eben, das wurde von meinen Eltern und allen anderen akzeptiert. Einmal gab es großen Ärger, als ich mir eines schönen Tages die Hostie geholt habe. Da wurde vorgeschlagen, dass ich konvertiere, was natürlich nicht in Frage kam. Ich wollte einfach so sein, wie alle anderen Kinder dazugehören. Mit meinem dunklen Aussehen war ich immer unglücklich, fand mich nie hübsch. Ich war nicht diskriminiert, aber ich habe natürlich erlebt, dass bei uns anders gesprochen und anders gegessen wurde, dass andere Regeln galten. In den Sommerferien geht es jeweils im vollgestopften VW-Bus in die Türkei. Fatima schreibt, furchtbar war für mich auch, nicht einen einzigen Sommer mit meinen Freundinnen in Vorarlberg verbringen zu können. Das Abschiednehmen war jedes Mal schlimm, sowohl in Lustenau als auch in der Türkei. Ich habe noch das Bild meines Großvaters von mir, der immer geweint hat, wenn wir abgefahren sind. Kann man das vorstellen? Dieser Großvater kommt die hübsche Enkelin im Sommer zu Besuch und sie fährt wieder und er weiß nicht, ob er sie wieder sieht. Dieses Nicht-Verwurzelt-Sein, dieses Hin- und Herreisen und die damit verbundenen Abschiede waren immer schrecklich, erinnert sich Fatima Spar. Eine ähnliche Erinnerung hat auch Hüseyin Zizek. Er kam 1977 in der Türkei zur Welt und kam erst mit 7 Jahren nach Vorarlberg. Das heißt, er ist die ersten 7 Jahre ohne seinen Vater in der Türkei aufgewachsen, denn sein Vater lebte als sogenannter Gastarbeiter in Österreich, wo er als Hilfsarbeiter am Bau sein Geld verdiente. Wenn sich Hüseyin an seine Kindheit erinnert, dann fällt ihm immer der schwierige Abschied von seinem Großvater ein. Er schreibt, mein Großvater war mein großes Vorbild und die zentrale männliche Person in meinem Leben. Mein Großvater lehrte mich sehr früh das Boxen, deshalb hatte ich als Kind keine Ängste. Mitte der 1980er Jahre beschloss mein Vater, dass auch wir, meine Mutter und mein älterer Bruder, nach Österreich migrieren sollten. Ich war damals 7 Jahre alt und sehr glücklich über diese Option. Erst am Flughafen in Wien realisierte ich, dass ich meinen Großvater für eine lange Zeit nicht wiedersehen würde. So kam es dann auch. Mein Großvater starb und ich hatte keine Möglichkeit, ihn ein letztes Mal zu treffen. Hubert Romberg, geboren 1967, wächst als Sohn eines Bauunternehmers auf, als Sandwichkind, wie er selbst schreibt, also als das mittlere von 3 Kindern. Unser Familienleben war in diesen Jahren geprägt von der Erfüllung von Mindesterwartungen und dem Einhalten gewisser Strukturen. Absoluter Fixpunkt war zum Beispiel das gemeinsame Abendessen, jeden Tag pünktlich um 19 Uhr. Sehr lehrreich waren die Reisen mit meinen Großeltern. Rom, Paris, Berlin und viele andere Städte, das war lebendige Geschichte. Familienurlaube führten mich ebenfalls an wunderbare Orte, zum Beispiel in den Busch von Südamerika oder erstmals nach Amerika. Noch wichtiger für meine Entwicklung waren aber die Gesellschaften, Familienfeiern und unzähligen Aktivitäten, die es bei uns gab. Es war immer einiges los, dank der großen Verwandtschaft und unzähliger Cousinen und Cousins. Zudem sind viele schlaue Menschen bei uns ein- und ausgegangen, von denen ich sehr viel gelernt habe. Unter anderem eine ausgeprägte Diskussionskultur,
oder die Freude an strukturierter Argumentation. Bestehende oder einseitige Denkansätze zu hinterfragen, das hat mir schon immer Freude bereitet. Das habe ich natürlich auch in der Schule angewendet, nicht immer zur Freude meiner Lehrer. Besonders mit meinem Religionslehrer gab es ein paar unheilige Auseinandersetzungen. Also unvorstellbar, was für Anregungen dieser Mensch in seinen jungen Jahren bekommen hat und die ihn eben geprägt haben. Und auch für ihn war der Großvater sehr wichtig. Er schreibt, die graue Eminenz der Familie war mein Großvater, ein unglaublich respektierter und geschätzter Mann. Alles in allem kann ich definitiv sagen, ja, ich hatte eine glückliche Kindheit. Heidi Gunde Sänger-Weiß, geboren 1941 in Wien, kam mit 3 Jahren, also 1944, nach Bregenz. Sie schreibt, in den allerletzten Kriegstagen erfolgte auf Bregenz ein Bombenangriff, da die SS Bregenz nicht übergeben wollte. Viele Häuser in der Stadt wurden zerstört. Mit Tieffliegern schossen die Franzosen in die Fenster der Wohnhäuser. Ich war damals 4 Jahre alt. Unser Haus in der Ölrheinstraße war damals mehr als voll besetzt mit einer Flüchtlingsfamilie aus Pommern mit 4 Kindern und einer in meiner Erinnerung ziemlich resoluten alten Tante. Für mich, die keine Geschwister hatte, war es lustig, so viele Kinder im Haus zu haben. Für meine Eltern wohl weniger. Darüber hinaus wohnte auch noch ein altes Pensionistenpaar aus Polen bei uns. Der Mann züchtete Bienen in unserem Garten und brachte mir die Liebe zur Natur und zu den Tieren bei. Durch einen Kunden in der Schweiz wurde Gebrüder Weiß beauftragt, die sogenannten Liebesgaben, die aus aller Welt von Verwandten und Freunden in das zerbombte Österreich und Deutschland geschickt wurden, zu verteilen. Sie wurden verzollt, in Pakete verschiedener Größe verpackt und in Österreich und Süddeutschland zumeist kirchlichen Einrichtungen gebracht, die sie dann an die Familien übergaben. Mein Vater fuhr öfters in die Schweiz und manchmal brachte er uns Köstlichkeiten mit, wie Schokolade, Bananen, Mandarinen, Kakao und echten Bohnenkaffee. Alles Luxusgüter, die es im Nachkriegsvorarlberg nicht gab. Noch lange Zeit danach war die Schweiz für mich der Inbegriff des Paradieses, in dem Milch und Honig fließen. Divna Kasap wurde 1983 in Serbien geboren und kam als Folge des Jugoslawienkrieges im Alter von 8 Jahren nach Vorarlberg. Sie ist Alleinerzieherin eines Sohnes, arbeitet als Hilfsarbeiterin Teilzeit. Sie wird unterstützt vom ambulanten Familiendienst des Vorarlberger Kinderdorfs. Sie erzählt, es fällt mir nicht leicht, an meine Kindheit zu denken. Ich bin sehr ärmlich in einer großen Familie in Serbien aufgewachsen. Meine Mutter hat vor mir und meiner Schwester 3 Kinder verloren. Meine Schwester und ich wurden im Keller geboren. Als sie mit mir im 8. Monat schwanger war, hat mein Vater meine Mutter verlassen. Mit Kriegsbeginn, ich war 8, bin ich mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem damaligen Stiefvater von Serbien über Wien nach Vorarlberg geflüchtet. Das war 1991. Wir kamen mit dem Zug hierher in ein Haus zu Verwandten nach Hohenems, wo wir für ein paar Monate kein eigenes Zimmer hatten. Ich kann mich erinnern, dass wir am Boden geschlafen haben. Ich bin dort gelegen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich könne nicht schlafen, ich sei so hungrig. Meine Mutter begann zu weinen und bat mich, mit Hunger einzuschlafen und an etwas anderes zu denken. Meine Mutter hat dann für den Chef des Hauses zu arbeiten begonnen. Dafür haben wir 1 Zimmer bekommen. Auf 20 Quadratmetern haben wir zu 4 gelebt. Ich und meine Schwester haben in einer Ecke auf der Matratze geschlafen, mit einem Vorhang getrennt von meiner Mutter und dem Stiefvater.
Die Dusche hat mit Münzeinwurf funktioniert und war fürs ganze Haus. Meine Mutter hat mir nichts gezeigt und mir nichts gelernt, weder im Haushalt noch für die Schule. Ich hatte keine Freunde in der Schule, auch an eine Freizeit kann ich mich nicht erinnern. Wenn ich und meine Schwester nicht in der Schule waren, mussten wir zu Hause sein, die Mutter hatte Angst um uns. Ich kenne keine Vaterliebe, keine Mutterliebe, ich kann mich an keine Umarmung und kein Lob erinnern, an kein Ich liebe dich. Für mich ist es so, als hätte meine Mutter mich nur geboren, als hätte sie mir nur zu essen und ein Dach über dem Kopf gegeben. Komischerweise konnte ich aber, bis ich 10 war, nicht ohne sie einschlafen. Ich bin immer zu ihr ins Bett gegangen, aber sie war kalt. Vielleicht ist es so, dass sie keine Liebe geben kann, weil sie selbst keine bekommen hat. Und eine ganz andere Erfahrung, Olivia Meyer, 1980 in Bludenz geboren. Sie schreibt, wenn ich mich an das schüchtere, aber glückliche Mädchen erinnere, das ich als Kind war, dann wundert es mich einerseits, dass ich heute die geworden bin, die ich bin, und andererseits überhaupt nicht. Aufgewachsen mit zwei Eltern und einer jüngeren Schwester, erfuhr ich als Kind und noch heute viel Liebe, Vertrauen, Rückhalt und Unterstützung bei allem, was ich tat. Auch wunderbar, wenn jemand das sagen kann. Liebe, Vertrauen, Rückhalt, Unterstützung. Meine Eltern lernten sich schon sehr jung während ihres Lehramtsstudiums an der Pädagogischen Akademie in Feldkirch kennen und lieben. Nach der Ausbildung waren beide berufstätig, reisefreudig, kulturell und sozialpolitisch aktiv. Meine Eltern lebten einige abwechslungsreiche Jahre zusammen, bevor sie sich entschlossen, ihr Leben mit Kindern zu bereichern. Ich ließ jedoch auf mich warten, wie die monatelang geführte Temperaturkurve des Eisprungs von Mama beweist, die sie von Zeit zu Zeit stolz hervorholt und mir dabei zu verstehen gibt, wie sehr sie beide sich auf mich gefreut haben. Zu wissen, dass ich von Anfang an freudig erwartet wurde, gibt mir noch heute großes Selbstvertrauen. Mit der Geburt meiner Schwester 2 Jahre später war unsere Familie komplett. Endlich hatte ich rund um die Uhr eine Spielgefährtin. Ich bin in einem sehr liberalen Elternhaus ohne einengende Rollenbilder und Erwartungen groß geworden. Mehr denn je bin ich mir der Privilegien meiner Kindheit und der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, bewusst. In einer heilen Welt, die mir in manchen Gesprächen sogar wie eine Glasglocke vorgekommen ist. Mir standen weit mehr Möglichkeiten offen als einem Mädchen aus ärmeren Verhältnissen, mit Migrationshintergrund, ohne Familie, ohne Bezugspersonen, mit traumatischen Erlebnissen, Behinderung oder anderer Muttersprache. Jetzt begreifen Sie, warum das Buch Kindheiten heißt, weil es eben diese Spannbreite von Kindheit gibt. Ich bitte um die nächste Musik. So unterschiedlich die Kindheiten sind, wenn man ein paar Gemeinsamkeiten sucht, dann findet man die, Sie haben es schon gehört, dass die meisten Kinder mit anderen Gleichaltrigen aufgewachsen sind, unbeaufsichtigt, dass sie viel im Freien, in der Natur, unter freiem Himmel waren, eben weil die Eltern keine Zeit hatten. In ganz vielen Berichten wird geschrieben, wie wichtig die Großeltern waren. Auch davon haben Sie einige Beispiele gehört. Und dass es einfach mehr Freiräume gab, eben dass einer schreibt, dass er den ganzen Sommer am See verbracht hat oder einfach beim Spielen, also wo heute die Welt einfach viel normierter ist. Zu diesen Gemeinsamkeiten, die man in vielen dieser 38 Berichte findet, gehört aber auch,
die Brutalität, mit der Kinder immer und überall geschlagen und geprügelt wurden. Von Vätern und Stiefvätern, von Lehrern und Heimerziehern, von Priestern und Nonnen. Man fragt sich beim Lesen, war es gedankenlose Unmenschlichkeit oder Überforderung oder Sadismus oder der Glaube, es sei etwas Gottgefälliges, ein Zeichen von Liebe, wenn man sein Kind schlägt? In der Bibel steht ja, wer seinen Sohn liebt, hält den Stock für ihn bereit. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Verzärtle den Sohn und er wird dich enttäuschen. Scherze mit ihm und er wird dich betrüben. Deshalb beug ihm den Kopf in Kindestagen. Schlag ihn aufs Gesäß, solange er noch klein ist. Sonst wird er störrisch und widerspenstig gegen dich. Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Vielleicht denken Sie, ich hätte diese Bibelstellen mühsam zusammengesucht. Nein, sie sind mir zu meinem Entsetzen förmlich entgegengepurzelt, ohne dass ich sie gesucht habe, weil sie vor Jahrzehnten zum Standardrepertoire des katholischen Religionsunterrichts und der katholischen Erziehung gehörten. Ein Beispiel ist dieses Andachtsbuch. Ich habe es im Nachlass meiner Mutter gefunden. Sie ist 1920 geboren und hat dieses Buch zu ihrer Firmung erhalten als Wegweiser und Gebetbuch für die heranwachsende Jugend. Geschrieben hat es ein katholischer Priester, veröffentlicht wurde es mit Erlaubnis der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche. In einem eigenen Kapitel geht es um den Gehorsam und Gehorsam wird klar definiert, das heißt, deinen Kopf zu beugen und deinen Willen, den Wünschen anderer zu unterwerfen. Es werden ausführlich die Gründe erläutert, warum der junge Christ gehorsam sein müsse, und zur Untermauerung der Gehorsamspflicht werden mehrere Bibelstellen angeführt, darunter die gehörten aber auch folgende: Das Auge, das seinen Vater verhöhnt und schief auf seine Mutter blickt, sollen die Bachraben aushacken und die jungen Adler fressen. Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter nicht ehrt. Hat jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn, der seines Vaters oder seiner Mutter Mahnungen und Befehle nicht befolgen will und ihnen auch nach der Züchtigung nicht gehorcht, dann sollen ihn seine Eltern ergreifen und ihn vor die Stadtältesten zum Gerichtstor seines Ortes bringen. Sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, unser Sohn ist störrisch und widerspenstig, auf unsere Mahnungen will er nicht hören. Dann sollen die Männer seiner Heimatstadt ihn zu Tode steinigen und er soll sterben. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das habe ich hier drinnen gefunden. Ich habe die Stelle vorher nicht gekannt. Ich habe sie, wie gesagt, nicht gesucht. Aber das hat man damals den jungen Menschen gesagt. Man erschaudert, wenn man das liest. Eine biblische Rechtfertigung grausamster Gewalt gegen Kinder bis hin zur Tötung. Und im Kindheitenbuch finden sich erschreckend viele Berichte von Prügelstrafen. Ich erspare Ihnen die schlimmsten und will Ihnen nur ein paar Beispiele vorlesen. Johannes Schmiedle, selbst Theologe, geboren 1954, schreibt: Schule war auch ein ziemliches Schreckgespenst meiner Jugend, weil es noch die Prügelstrafe gab und mancher Lehrer bzw. manche Lehrerin keine Grenzen kannte. Wir Kinder waren nicht selten Zeugen von Gewaltorgien, die heutzutage den Strafrichter aktivieren würden. Bernhard Ammann, geboren 1952, erinnert sich:
Anfang der 60er Jahre herrscht in der Schule noch ein ganz anderes Regiment und ich habe so manche Prügelstrafe eingesteckt. Vor allem meine Lehrerin in der zweiten Klasse Volksschule war viel mit dem Rohrstock unterwegs. Zweite Klasse, das sind 7-jährige Kinder. Wissen Sie, wie klein die sind, wie zerbrechlich? Mit dem Rohrstock. Verena Susanne Daum, geboren 1964, erinnert sich an eine Ordensschwester, die geschlagen hat. Sie schildert eine Szene. Eine Mitschülerin stammte aus einer armen Familie. Sie war ständig erkältet, hatte immer eine laufende Nase und musste die alten Sachen ihrer Geschwister tragen. Einmal kam sie in einem viel zu kleinen und zu kurzen Rock in die Schule, woraufhin sie von der Schwester eine schallende Ohrfeige bekam. Ich hatte unendliches Mitgefühl mit dem Mädchen und eine Wahnsinnswut auf die Religionslehrerin, die mein kindliches Gerechtigkeitsempfinden und meinen gesunden Hausverstand mit Füßen trat. Toni Eberle, geboren 1960, schreibt, viele Lehrer waren ein Albtraum. Jeder hatte eine andere Methode. Die einen haben Kopfnüsse verteilt, die anderen haben uns an den Haaren gezogen. Einer hat sie uns büschelweise ausgerissen. Da ging es am Schluss der Stunde darum, wer die vielen Haare vom Boden zusammenkehrt. Undenkbar heute. Angst gemacht haben mir als Kind die Rutenschläge der Lehrer. Ein Schüler brachte eine Polyesterrute und bekam dafür vom Lehrer einen Bonus. Mit der Polyesterrute versohlte mir besagter Lehrer den Hintern, was umso mehr wehtat. Ich war Brillenträger und hatte Angst, dass meine Brille kaputt gehen würde. Aber nicht nur in der Schule und in Heimen hat man geschlagen, auch zu Hause. Der Künstler Wolfgang Flatz, geboren 1952, schreibt, als in den 50er Jahren Geborener kriegt man die Kriegslasten der Eltern in seinen Rucksack gepackt, ob man will oder nicht, und man weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Meine Kindheit war geprägt von Disziplin, Unterordnung und Angst vor dem allzu strengen Vater. Es waren nicht die glücklichsten Jahre meines Lebens. Ein Ereignis früher Kindheit hat sich in mein Gedächtnis eingestanzt wie ein Brandzeichen, das einem Rind mit glühendem Eisen ins Fleisch gebrannt wird. Und was war das? Er hatte unerlaubterweise einen Schilling verschleckt, ein Schilling, das sind nicht einmal 10 Cent heute, statt diesen Schilling in die Sparbüchse zu werfen. Er schreibt, abends, als der Vater von der Arbeit nach Hause kam, in Klammer, wir mussten ihm im Wochenturnus die Füße waschen, berichtete ihm meine Mutter von meinem Sündenfall. Der Vater sagte, hol den Kochlöffel, du weißt schon welchen. Ich holte das mir bekannte, oft eingesetzte Werkzeug aus der Schublade, gab es ihm in die Hand, zog die Hose blank und bückte mich, wie ich es viele Male vorher schon getan hatte. Das Holz brannte wie Feuer auf meinem Gesäß. Mein Vater fragte mich, was hast du mit dem Schilling gemacht? Die nackte Angst in mir brüllte, ich weiß es nicht. Es folgte der nächste Schlag, die gleiche Frage, und ich weiß es nicht. Das Schlag-Frage-Antwort-Spiel wiederholte sich konsequent ohne Unterbrechung so lange, bis meine Mutter unter Tränen in den Schlagarm meines Vaters fiel und rief, siehst du nicht, dass der Bub schon grün und blau ist? Heute weiß ich, dass der Vater nur die Wahrheit hören wollte. Heute weiß ich, dass Lügen kurze Beine haben. Heute weiß ich aber auch, dass Prügel nicht die Wahrheit ans Licht des Tages bringen. Es hat mich so tiefgehend geprägt, dass es mein Leben und meine Arbeit als Künstler vorbestimmt hat, schreibt Wolfgang Flatz.
Und dann erwähnt er noch, als ich ungefähr 11 war, ich weiß den Anlass meiner Verfehlung nicht mehr, und der mir wohlbekannte Satz meines Vaters, hol den Kochlöffel, du weißt schon, welcher fiel, ging ich in die Küche, holte unter Tränen das größte Messer, das wir hatten, hielt es meinem Vater hin mit den Worten, stich mich doch ab, dann hast du nie mehr ein Problem mit mir. Mein Vater sah mir in die Augen, drehte sich um und ging weg. Von da ab hat mich mein Vater nie mehr geschlagen. Für diejenigen, die das Video zu Hause anschauen, vielleicht können Sie sich denken, welches Lied wir jetzt gespielt haben. Eine junge, mutige Frau in der damaligen DDR hat dieses Lied geschrieben, jetzt genau vor 40 Jahren, im Jahr 1978, Bettina Wegner. Und es wurde zur Hymne für eine gewaltfreie Erziehung in allen deutschsprachigen Ländern. Ich möchte den Text für das Video noch einmal wiederholen. Es sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie draufschlagen, die zerbrechen dann. Es sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Es sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen, sie werden davon taub. Es sind so kleine Münder, sprechen alles aus, darf man nie verbieten, es kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals quälen, sie gehen kaputt dabei. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht, darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Menschen ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Danke, Bettina Wegner, für diesen wunderbaren Text. Bettina Wegner hat beschrieben, was in der Kindererziehung tabu sein sollte, was man nicht tun darf. Wir können auch umgekehrt fragen, was brauchen Kinder von allem Anfang an? Dr. Peter Spork bringt es auf den Punkt, wenn er in seinem Buch Gesundheit ist kein Zufall schreibt, das kindliche Gehirn ist wie der restliche Körper geradezu süchtig nach fördernden, positiven und unterstützenden Impulsen. Die Neugier ist im Menschen angelegt, sie ist eine Prädisposition. Förderung, Anregung und Forderung sind ungemein wichtig, Überforderung kann indes schaden. Neugeborene und Kinder benötigen unentwegt und grenzenlos geistiges und emotionales Futter. Sie müssen Erfahrungen machen wie Nähe, Freude, Liebe, Glück, das fröhliche Wiedersehen nach einer Trennung, einen gut verarbeiteten Verlust, Langeweile, Vertrauen und vieles mehr. Sie müssen viel reden und viel zuhören. Sie müssen klettern, krabbeln, laufen, singen, schreien, toben, raufen, rechnen, rätseln, spielen, lernen, malen, zerstören, reparieren und so fort. Dadurch entsteht ein guter, ein stabiler Selbstwert, der uns durchs Leben trägt. Der entsteht in der Kindheit. Und zwar dann, wenn die Eltern das Kind sehen, feinfühlig wahrnehmen, auf seine Signale reagieren, es liebevoll annehmen und begleiten. Es ist auch nicht verboten, Kinder freudig anzustrahlen oder sie zu loben, mit ihnen Blödsinn zu machen oder zu lachen. Geduldig sollen wir als Eltern und Großeltern ihnen zuhören und ihre tausend Fragen, warum, wieso, geduldig beantworten. Kinder wollen bestätigt, geachtet, liebevoll berührt, geknutscht und gehalten werden. Tun wir deshalb alles, um unseren Kindern und Enkelkindern
die Gewissheit zu geben, dass sie wertvoll und kostbar sind und sich geliebt fühlen. Dazu eine letzte Geschichte, die nicht in diesem Buch steht, sondern in dem wunderbaren Buch Aus Liebe zum Leben von Rachel Naomi Rehman oder Rachel Naomi Rehman, weil sie in Amerika lebt. Sie ist die Enkeltochter eines orthodoxen Rabbi. Ihr Großvater starb, als sie 7 Jahre alt war, doch sie hat viele Erinnerungen an ihren Großvater, unter anderem die folgende. Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte mein Großvater stets 2 Kerzen auf den Tisch und zündete sie an. Dann wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der Woche kommen. Wenn Großvater fertig war, mit Gott zu sprechen, dann wandte er sich mir zu und sagte, komm her, Nesumele. Ich baute mich dann vor ihm auf und er legte mir sanft die Hände auf den Scheitel. Dann begann er stets Gott dafür zu danken, dass es mich gab und dass er ihn zum Großvater gemacht hatte. Er sprach dann immer irgendwelche Dinge an, mit denen ich mich im Verlauf der Woche herumgeschlagen hatte und erzählte Gott etwas Echtes über mich. Jede Woche wartete ich bereits darauf zu erfahren, was es diesmal sein würde. Wenn ich während der Woche irgendetwas angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen hatte, dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann gab er mir seinen Segen und bat die Frauen, die ich aus seinen Geschichten kannte, Sarah, Rachel, Rebecca, Lea, auf mich aufzupassen. Diese kurzen Momente waren während meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in der ich mich völlig sicher und in Frieden fühlte. In meiner Familie von Ärzten und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr zu lernen und noch mehr zu sein. Da gab es offenbar immer noch etwas mehr, das man wissen musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Punkten nach Hause kam, dann fragte mein Vater, und was ist mit den restlichen 2 Punkten? Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig diesen 2 Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. Und wenn ich bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er recht hatte. Mein Großvater starb, als ich 7 Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab. Und es war schwer für mich, ohne ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst niemand tat. Und er hatte mich bei einem ganz besonderen Namen genannt, Nesumele, was geliebte kleine Seele bedeutet. Jetzt war niemand mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer gesegnet zu sein.
viele Jahre später, als meine Mutter im hohen Alter überraschenderweise begann, selbst Kerzen anzuzünden, um mit Gott zu sprechen, erzählte ich ihr von diesen Segnungen und was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie traurig und sagte zu mir: Ich habe dich an jedem Tag deines Lebens gesegnet, Rachel. Ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es laut auszusprechen. Machen Sie es nicht wie die Mutter von Rachel, sondern wie der Großvater. Segnen Sie Ihre Kinder und Enkelkinder laut, sagen Sie ihnen laut, dass Sie sie lieben. Und sagen Sie das auch Ihrem inneren Kind, das in Ihnen wohnt. Dann ist es vielleicht möglich, mit der eigenen Kindheit Frieden zu schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.